Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, bald Feierabend heute, Gott sei Dank, ist viel passiert. Wir haben aufgeräumt hier und ja, es gibt wie gesagt viel zu tun, man sieht es ja. Und ja, die Sonne ist jetzt gerade untergegangen, der Kang ist noch beim Rasenmähen. Und ich möchte jetzt da mal beim Kang vorbeischauen und dann noch auf die Straße, ob die da schon angefangen haben mit Beton oder ob das immer noch so ist, ne? Okay, und los geht's. Hier muss ich dann auch das Gras oder das Heu einfach mal zusammenmähen. Also zusammen fegen, rechen, wie auch immer. Und ja, die wollen es irgendwie nicht an die Kühe verfüttern. Ich weiß nicht warum, die machen hier kein Heu in Thailand. Habe ich mir sagen lassen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ich glaube das jetzt erstmal. Die füttern halt von dem Reisfeld, das ist so Heu mit Stroh gemischt. Das wird an die Kühe verfüttert. Ja, geh weg, Bube. So, da bin ich mal gespannt, was der Kang da. Der war ja bei der Jalöt, hat da ein bisschen Gras gemäht, neben ihrer Wohnung da. Und jetzt sehe ich, ist er hier mit den Kindern. Also diese Zeit mag ich einfach, Leute. Ganz in der Früh oder jetzt, wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist trotzdem noch schön, also ein bisschen, ja, nicht mehr so heiß. Und ja, ist die beste Zeit. Meistens mache ich da immer so eine kleine Motorradtour, denn es wird ja dann auch gleich dunkel, nicht? Also in gut einer Stunde ist dann schon dunkel, da kann man gar nichts mehr machen. Ja, okay. Also man sieht, hier ist schon richtig gemäht worden. Das war auch der Nachbar, dem ich gesagt habe, er soll. Hey, ja, wer kommt denn da? Akin! Der ist ständig unterwegs. Also man sieht's, Leute. Ich habe dem gesagt, er soll das Gras nehmen, was er braucht für die Kühe, und das andere kann er auch liegen lassen. Wir tun das dann nachher aufsammeln und ja, wahrscheinlich wird es als Kompost irgendwie rund um die Bäume oder verbrannt oder ich weiß es nicht. Ich tue mich jetzt da hier vorne auf dem Grundstück auch nicht so groß reinhängen, solange nicht das da hinten neben dem Pool und so sauber ist. Und da ist noch jede Menge zu machen. Ist unglaublich. Ich habe heute das da, wo der Filter drinnen ist, das Häuschen habe ich da sauber machen müssen, weil die haben auch alles Zeug da rein entsorgt, was man braucht und was man nicht braucht. Ich habe jetzt alles mal rausgetan. Und dann schauen wir mal, ne? Okay. Oh ja. Man sieht, da ist noch viel zu tun, aber immerhin ist besser als es war. Jetzt schauen wir noch mal zur Straße, aber ich glaube nicht, dass die schon angefangen haben, obwohl. Da ist der Kang bei der Arbeit. Oh, der hat hier sauber gemacht, Leute, vor dem. Also die Straße praktisch vor dem Tor. Das muss ja auch gemacht werden, toll. Man sieht, da kommt man auch das ganze Zeug da. Auch so viel der Bäume oder was da gewachsen ist. Und wenn man das nicht schneidet, das bedeckt dann die Straße. Wir machen das aber, wenn man mal die Richtung fährt, die wächst dazu, der Dschungel. Da macht niemand was, aber gut, wir sind anders. Also man sieht, es ist fast fertig. So, hier nochmal meine private Stromleitung. Ja, wenn die Straße fertig ist, mit Sicherheit kommen die auch unter und machen dann einen richtigen Stromanschluss. Dann hat man auch die Kabel da und was weiß ich fürs Internet und so. Aber ich glaube, den Weg kann ich mir sparen. Die haben da noch nicht angefangen.
Ja gut, immerhin schauen wir mal hier, das ist die Straße vom Nachbarn, der da so ein kleines Häuschen hat, wo er auch ab und zu übernachtet, hat seine Kühe dort. Nee, das ist noch alles so wie gehabt, oder? Ja Leute, ich bin jetzt doch bis hierher gekommen und das sieht ganz gut aus. Also die haben jetzt praktisch die Schalungen schon gelegt. Und ja, da muss noch das Betoneisen und dann kann der Beton gegossen werden. Man sieht es, die machen jetzt wahrscheinlich mal eine Hälfte so, also die Hälfte der Straße, einen Teil und dann den anderen. Ja, okay. Das sieht ganz gut aus und ich hoffe, dass die dann auch irgendwann zu uns kommen und das kleine Sträßchen auch noch machen. Wahrscheinlich gleich nach der Reisernte, vermute ich mal. Ja, okay, das wollte ich sehen. Passt. Die Reisfelder nochmal von hier, aber jetzt wird es, wie gesagt, auch schon langsam dunkel. Die Sicht ist eingeschränkt. Aber hier lauter Grundstücke mit Bäumen und so, also ein echter Dschungel. Man sieht, kann nur erahnen, was für Getiere sich da herumtummeln. Ja, aber das ist so mit den Grundstücken, Leute. Die Leute, die Grundstücke haben und das nicht unbedingt Geld brauchen, die halten das einfach. Würde ich auch machen, klar, weil wie gesagt, der Preis steigt ständig. Warum sollen die verkaufen? Mal hier reinschauen, aber gut, das Unkraut und das Gras ist so hoch. Ja, also so möchte ich meine zwei Reiter vorne nicht lassen, dann lieber verkaufen, wirklich entweder gepflegt oder gar nicht. Oh, meine Hunde haben da was entdeckt. Hey. So Leute, und da kommt uns jetzt jemand entgegen. Hey, der Capo unterwegs. So, Joaquin. Ja, die Kinder, die können sich austoben hier, wirklich. Ein sehr großer Spielplatz. Ein bisschen gefährlich, mal werden die von Bienen gestochen, von den Toren, mal dies, mal jenes, aber ja gut. So ist es auf dem Land halt. Jedenfalls, ich bin froh, dass der Kang da aufgeräumt hat. Das war bitter nötig. Aber wie gesagt, Leute, man wird nie fertig, wenn das so großes Grundstück und nee, da ist ständig was zu tun. Und man fängt an einem Ende an und bis man, ja, bis man fertig ist, kann man schon wieder anfangen. Ne? Die Hunde und die Pet und die One Mai, ne? Und da kommt der Akin. Akin, ey. Ja, ist doch schön, Leute, wenn die Familie zusammen ist. Also mir gefällt sowas wirklich. Ich würde es schade finden, wenn der Kang jetzt wirklich, ja, wieder nach Surin zieht. Aber schauen wir mal, ist noch nichts beschlossen. Daher. Aber für mich und meine Frau ist es einfach zu groß. Das Grundstück auf jeden Fall. Man kommt da nicht mehr nach, egal was man macht. Allein die Hecke und Gärtner zu bezahlen und so, für was im Endeffekt. Also da machen wir uns da schön, wo wir hinten neben dem Pool und neben dem Haus und so rundherum, wo wir eigentlich wohnen. Und das hier lassen wir halt. Mal sehen, wie das wird, wie ich schon sagte, mit dem Kuhstall. Und für die Tiere hier, ob wir das wieder abtragen, die Betonpfeiler, oder ob wir da doch noch was machen. Im Moment, man muss sich alles gut überlegen, denn auch mit dem Grundstück verkaufen, wenn es verkauft ist, okay, man kriegt ja da
schon ein Batzen Geld, den man irgendwie anders investieren könnte, aber dann ist das halt weg, ne? Und mir könnte es ja eigentlich egal sein, aber ich meine, es gehört ja gar nicht mir, ich habe es nur gepachtet, also das Wohnrecht hier. Das heißt, meine Frau kann es ohne mein Einverständnis nicht verkaufen, aber ich überlege mir schon langsam, ja, das ist in ihrem Interesse, ob sie das halten will nachher für die Nachkommen, für die Familie oder mir geht es nur darum, ein schönes Leben hier zu haben und mich ein bisschen hier austoben zu können. Ich habe am Anfang gedacht, ich brauche das auf jeden Fall Vierei, aber es ist doch zu groß, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Jo. Auf dem Grasmähen auch so, wenn man da irgendwo, bis man da fertig ist, kann man schon wieder anfangen. Und dann nach der Regenzeit, ja, ist das dann im Gießen. Muss ja den Bäumen immer wieder auch Wasser geben, sonst vertrocknet da alles nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Und ja, wenn man mal ein paar Wochen weg ist oder so. Gut, die größeren Bäume jetzt, das ist okay. Aber wenn man kleinere Bäume gepflanzt hat, die muss man wirklich praktisch mindestens zweimal die Woche Wasser geben, sonst wird das nichts. Und wenn keiner da ist, ja. Aber ansonsten, Leute, sehr schön hier draußen. Ich mag das einfach, also ist schon Natur pur immer noch, obwohl schön langsam jetzt auch mit der Straße und wird auch alles irgendwie, es wird immer mehr. Ich bin überzeugt, wenn die Straße fertig ist und der Strom, da kommen auch mehr Nachbarn dazu, die ganzen Grundstücke hier. Ja. Nochmal hier hinsetzen, ein ganz gemütliches Plätzchen. Und wie gesagt, den Plan mit dem Floß habe ich nicht aufgegeben. Ich werde da so ein größeres Floß da bauen und eine kleine Hütte obendrauf. So, dass man da auch praktisch, ja, relaxen kann, sitzen kann, liegen kann. So wie ich es gesehen habe, da am See von links da, wo die Häuschen da stehen. Ja. Ist auch ziemlich ruhig. Eine Ruhe hier draußen und auch eine gute Luft, also im Vergleich zu Syrien, Leute, da ist schon der ganze Verkehr, der Lärm von den Autos und auch eine ziemlich schlechte Luft, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also hier draußen scheint die Welt doch noch in Ordnung zu sein. Okay. Das ist ein Vogelnest im Baum, scheint aber verlassen zu sein. So Leute, und da bin ich wieder auf dieser Bank hier neben dem Teich. Wie gesagt, sehr schön hier draußen, sehr, ja, entspannt irgendwie. Egal wo man ist, ob man nun auf der Poolterrasse oder hier neben dem Teich oder ja. Ich finde es immer noch toll hier im Issan nach wie vor. Wie gesagt, es ist nicht immer einfach, das Leben hier draußen. Man hat auch manchmal viel Arbeit, manchmal weniger. Die meiste Arbeit macht man sich auch selbst. Ich bin da eher jemand, der da alles in Ordnung und dies und jenes. Wobei die Einheimischen hier, die gehen das locker an, die sehen das nicht so eng. Aber gut, einen Mittelweg muss man finden. Also ein bisschen Ordnung muss schon sein, ein bisschen aufgeräumt, finde ich. Ne? Aber wir sind an einem guten Weg, sage ich jetzt mal. Und wenn es fertig ist, wird schon dementsprechend auch gut aussehen. Okay Leute, das war's dann wieder mal auch für heute und euch noch einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.